Bei den Ferienspielen der Stadt Amstetten werden den Kindern kreative sowie sportliche Programme geboten. Die Volkshilfe ist dabei jedes Jahr mit mindestens einem Programmpunkt vertreten. Fixpunkt ist alljährlich der Nachmittag beim Reitverein Geiger. Wir machen mit den Amstettener Ferienspiele heute mit den Kindern Reiten, Pferde bemalen, putzen, waschen, alles was dazu gehört. Selber anpacken gehört da natürlich dazu. Der Reitverein vermittelt den Kindern dazu den richtigen Umgang mit den Tieren, während die Vertreterinnen der Volkshilfe die Organisation übernahmen. Erfolgreich hat das Ehrenamt der Volkshilfe in Amstetten bereits einige Ideen umgesetzt. Wir machen seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich Nachmittage für Seniorinnen und Senioren in der Stadt, wo es immer so Kuchen gibt, Kaffee gibt und Programm gibt, einmal im Monat. Wir machen Patientenausflüge, wo wir Patientinnen und Patienten einladen, mit uns irgendwo in Niederösterreich hinzufahren. Das ist schon eine ganz, ganz lange Tradition. Und seit einigen Jahren gibt es eben auch das Ferienspiel der Stadtgemeinde Amstetten. Das hat die Gemeinderätin Silvia Übelbacher ins Leben gerufen. Und seitdem sind wir auch dabei als Volkshilfe mit einem Beitrag oder auch mit zwei. Und ein Beitrag davon ist immer auch beim Pferdegestüt, beim Pferdeverein Geiger. Den Kindern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, ist das Ziel. Neben dem Angebot beim Reitverein Geiger wurden in den vergangenen Jahren zusätzlich interessante Betriebe angesteuert. Und sonst sind wir halt ein paar Mal schon gefahren, am Böstlingberg waren wir schon mal oder wir waren ein paar Mal beim Haubenberger in Wieselburg. Also wir versuchen halt immer irgendein Angebot für die Kinder zu machen in den Ferien, weil es uns zum einen wichtig ist, dass wir halt auch für die Kinder was tun. Das ist uns einfach von daher ganz wichtig. Und zum Zweiten ist es natürlich auch immer schön, wenn die Eltern vielleicht einmal einen Nachmittag frei haben oder einfach die wissen, dass die Kinder gut aufgehoben sind und dass es nur dazu ein gutes Programm gibt. Ein gutes Programm, wenn ohnehin die Möglichkeiten begrenzt sind. Rauszukommen und aktiv anzupacken, machte den Kindern sichtlich Spaß. Nachdem jedes Kind einmal reiten durfte, gab es die Möglichkeit, die Pferde mit Fingerfarben anzumalen. Die kreativen Malereien wurden selbstverständlich in Fotos festgehalten. Langweilig wird es dabei nicht. Wir haben heuer sogar eine doppelte Kinderanzahl als gegen voriges Jahr. Also dürfte sie sich herumgesprochen haben, dass das immer ein Erlebnis da ist.